even get to cross. Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video auf diesem Kanal. Und bevor das Video losgeht, ich wollte mich erstmal bedanken und alle neuen Abonnenten herzlich willkommen heißen. Es ist eine ganze Menge dazugekommen und das motiviert mich echt. Also das ist echt der Hammer, was da an Zuwachs dazugekommen ist. Aber ich möchte mich natürlich auch bei den alten Abonnenten bedanken, dass sie treu dabei sind und dass sie mich weiter motivieren und immer schön... Ja, das ist einfach... Ich habe kaum Worte dafür. Danke, Leute, macht weiter so und ich freue mich, Videos für euch zu machen. Und dann würde ich auch sagen, Video kann losgehen und viel Spaß beim Zuschauen. Als ich letztens auf Reddit unterwegs war, habe ich gelesen, dass sich ein Typ den Hammerklang als Weckerton gemacht hat. Wahrscheinlich war das dieser Typ hier, denn als er mich gesehen hat, hat er ganz schnell das Weite gesucht. Hauptsache weg und ja, kommen wir zum nächsten Fail. Top 4 belegt der unsterbliche Franzose. Warum er unsterblich ist, das sehen wir gleich, nachdem wir hier die schwere Munition aufgesammelt haben. Ist er schon unterwegs zu uns hier und zack, normaler sterblicher Mensch wäre jetzt tot. Spätestens jetzt wäre er tot, aber den Franzosen, dem juckt überhaupt gar nichts. Der ist hart im Nehmen und ja... Letztens wieder im Raid unterwegs gewesen, beim Endboss angekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass Oryx die ganze Partie nicht als ganz fair ansah, wodurch er einen Mitspieler von uns mitnehmen wollte, damit das Ganze seiner Ansicht nach fair ist. Aber das hat ihm natürlich nicht gereicht. Mein Lichtlevel hat er sich auch noch genommen. Level 40, Lichtlevel 3 läuft bei mir. In der Hauptrolle der Top 2, diesmal nicht der unsterbliche Franzose, diesmal ist es der Zauberer von Oz oder wie man ihn auch nennen möchte. Tada, da kommt er auch schon, einmal teleportiert, einmal ohne Waffe gelaufen, einmal Schläge eingesteckt wie ein Box-Champion. Und nachdem die Lage scheinbar entschärft war, holt der Zauberer nochmal sein Ass aus dem Ärmel. Leute, das ist echt krass, also da hört mein Verständnis auf und kommen wir zu der Top 1. Was bei diesem Fail passiert ist, mit keinen Worten zu erklären. Vorneweg auch erstmal gesagt, wir haben keinerlei NASA-Verträge unterschrieben bzw. Expeditionen zum Mond angemeldet. Diese Raumfahrt war illegal und daher auch schief gelaufen. Das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr keine weiteren Destiny-Tipps, Tricks, Guides, Glitches oder sonstiges verpassen wollt, abonnieren lohnt sich. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.